Jetzt kommen wir zu unseren Ehrengästen, lieber Stermann. Ich freue mich sehr auf die beiden Damen. Das Krimi-Geschäft, nicht nur in Österreich, ist fest in Frauenhand. Mhm. Am Sonntag den Tatort gesehen, Dresden, alles Frauen. Auch bei uns, oder? Adele Neuhauser. Ja, schnell ermittelt. Uschi Strauß, ja. Schnell ermittelt. Mhm. Und bei Soko Donau haben jetzt die Männer mehr oder weniger gekündigt. Beide, Gregor Seeberg weg, Stefan Jürgens weg. Ja. Gott sei Dank bleiben die beiden, die jetzt zu uns kommen, uns erhalten. Zu uns kommen jetzt Maria Happel und Lilian Kleber. Hallo. Was für ein Auftritt. Hallo. Habt ihr euch abgestimmt farblich? Ja. Türkis, ist das eure politische Hoffnung, dass es irgendwann türkis-gelb wird? Ja. Es ist eigentlich orange, aber das sagen wir nicht laut, ne? Okay. Wollt ihr was trinken? Ja. Maria, dir darf ich Wein einschenken, ich kenne dich. Ja. Und Lilian, was bist du? Ein Bier. Ein Bier. Ein Bier? Haben wir ein Bier? Steffen, haben wir ein Bier? Sonst nehme ich auch. Das ist Steffen, unser Ausstatter. Dankeschön. Es ist ein Bier aus dem Fundus, also sehr alt und kannst abgestanden. Kannst du das lieben Maria weiterreichen? Liebe Vielen Maria, Dank. Ja. Weil wir vorher über Pyjamas geredet haben, wie ist es eigentlich bei dir im Lockdown? Bist du auch Pyjama-Trägerin daheim? Nein. Kein Pyjama? Nein. Das heißt, du versuchst dich gleich top zu stylen, zu Hause auch, damit die Kinder dich nicht unwürdig sehen? Ich trage Nachthemden. Nachthemden? Mhm. Nachthemden? Ja. Historische? Kommt drauf an. Im Ernst? Nein, doch, ich habe so ein paar, also so Leinenhemdchen, die mag ich sehr gerne. Ja? Mhm. Das kann aber ich bezeugen, sie hat heute so aufgemacht. Wirklich? Ja. Das heißt, du hast den ganzen Tag quasi deinen Pyjama an zu Hause? Nein, Nachthemd. Ja, aber Nachthemd ist ja Pyjama, nein. Oder quasi? Nein, Nachthemd ist Nachthemd. Nachthemd ist Nachthemd, aber Nachtgewand. Mein Nachtgewand. In dem schläfst du auch. Ja, aber mit Nachthemd schläft man. Ja. Oder hast du ein Nachthemd für den Tag und ein Nachthemd für die Nacht? Ich habe ein Nachthemd für die Nacht und am Tag wechsle ich dann doch was. Also meistens ziehe ich mich dann doch an. Ich muss ja immer außer Haus. Warum? Ja, weil ich Proben habe zum Teil. Im Lockdown jetzt auch? Wofür? Ja, natürlich. Ich hatte letzte Woche Premiere. Wow. Du hattest Premiere? Ja. Im Burgtheater? Im Akademietheater. Vor wem? Richtig. Wow. Ja. Wie? Wir haben die Generalprobe gespielt, für uns, ohne Publikum. Und jetzt ist das Ganze eingefroren und wird aufgetaut, wenn wir wieder spielen dürfen. Und das ist eines der traurigsten Premierenfeiern, die ich je hatte. Wir saßen hinterher halt wie so ein Häufchen Elend zusammen und haben gesagt, ja, und was jetzt? Also, weil natürlich, also das ist anders wie beim Drehen oder so, wo ganz klar ist, das Publikum kommt irgendwann dazu. Wart ihr nüchtern oder? Es war eine sehr nüchterne Angelegenheit. Wow. Ja. Lilian, darf ich dir die Pyjama-Frage auch stellen? Ja. Ich habe einen wunderschönen Herren-Pyjama zu Weihnachten bekommen. Der wird jetzt überstrapaziert gerade. Ja? Mhm. Aber also das heißt, ihr seid genauso wie wir alle in diese Leger-Falle gefallen? Absolut. Ja, aber du musst ja was anziehen, auch wenn du in den Kindergarten zum Beispiel das Kind bringst. Ist besser, ja. Man sieht schon, man wird schon sehr seltsam angeschaut, wenn man da... Weil wir über Corona-Müdigkeit gesprochen haben und Depression, bist du auch eine, die langsam Depressionen entwickelt? Oder bist du immer noch optimistisch, was die Zukunft betrifft? Also im ersten Lockdown war ich definitiv noch optimistischer, weil das hat für uns mal geheißen, dass wir als Familie mal zusammen waren für eine ganze Zeit. Weil der Mann ständig in Deutschland drehen. Das kann ja auch die Hölle sein. Kann auch die Hölle sein, war es in unserem Fall nicht. Ja. aber es ist halt, ja, also jetzt stellt sich eine gewisse Müdigkeit ein mit dem dritten verschobenen Kindergeburtstag, dem einfach mal, also ich glaube, als Eltern denkt man halt eher in die Richtung, was ist mit den Kindern? Also wie erhält man irgendwie einen Alltag aufrecht und versucht ein Geburtstagsfest zum 100. Mal, sich irgendwie zu Hause aus den Rippen zu brechen, indem man irgendwie, was habe ich da in der Schublade noch, was könnte ich für eine Feier machen oder so. Mhm. Aber das ist eine Müdigkeit, die sich schon einstellt. Und vor allem, ich finde eigentlich auch diese Perspektivenlosigkeit, dass man nicht weiß, wofür es hin. Jetzt machen wir eine Öffnung, ist in 3 Wochen wieder zu. Ich meine, du kannst singen, du könntest den ganzen Tag für dich selbst irgendwie aufmunternde Lieder singen. Du kannst Orgel spielen, zum Beispiel. Maria kann alles. Du Maria singst kann du zu Hause jetzt und spielst Orgel, zum Beispiel. Genau. Mhm. Immer nur Requiem.
Mozart. Ja, da, also gibt man sich besser gleich die Kugel da. Riesenorgel im Wohnzimmer. Nein, was wirklich so ist, ich habe eine Nachbarin. Also wir, wenn wir getestet sind, dann musizieren wir zusammen. Dann spiele ich Klavier und sie geigt dazu. Und im gleichen Raum oder? Im gleichen Raum, aber natürlich mit Abstand, ja. Und das ist immer so ein bisschen, da ist man auch mal froh, dass man mal wieder Besuch bekommt, ja. Und aber das fehlt einem natürlich. Also wie heute, das ist ja Glück, dass man mal jemand trifft. Ja. Das ist schön. Das ist wirklich toll. Aber ich meine, der Sopo-Donau-Dreh geht ja weiter, oder? Ja. Also das ist ja, alle werden getestet und es kann sozusagen im Fluss passieren. Seid ihr eigentlich, seit wie vielen Jahren spielt ihr zusammen in der Serie? Wie lange sind wir beide schon? Also ich glaube, ich bin im achten Jahr. Das heißt 5-6 Jahre zusammen in der Serie. Acht Jahre zusammen in der Serie. Die Serie gibt es 14 Jahre. Und es war von Anfang an klar, dass ihr die Männer irgendwann austauscht. Ja, klar. Warum sind Seeberg und Jürgens ausgestiegen? Gibt es da Zustände im Team? Maria und ich haben einen großen Männerverschleiß offensichtlich. Ja. Mhm. Aber hattet ihr was mit denen? Nein. In den Drehbüchern oder in echt? In echt. Ach so. In echt. In echt? Gab es sexuelle Kontakte abseits des Drehs? War es eine Art MeToo-Ausstieg von den beiden Herren? Du meinst, ob wir die beiden Herren? Ja. Ja, klar. Okay, dann hätten wir das mal geklärt. Dass es auch ohne die Männer geht, beweist der folgende Ausschnitt von Soko Donau, wo Frau Happel und Frau Klebhoff zusammen zu sehen sind. Maria, wenn du das siehst, kannst du dich anschauen? Nicht so gerne. Weil du immer denkst, ich könnte was verbessern? Ja. Was denn? Könnte dünner sein, sehe ich sofort. Ja. Bitte. Doch, wirklich. Dünner? Also ist das dein Ernst jetzt? Ja, das ist wirklich mein Ernst. Wie lange bist du Schauspielerin? Seit wie vielen Jahren? Seit vielen. Aber ich war nicht immer so. Also, das ärgert mich dann halt. Wirklich? Wie geht's dir, Lilian? Du kannst dich anschauen, so oder ist das bei dir auch? Ich schaue Maria und Brigitte an. Was denkst du dir? Denkst du dir dann, sie könnten dünner sein? Na, bitte überhaupt nicht. Ich liebe die beiden. Ich liebe diese beiden Frauen und das ist auch schön. Wir haben jetzt eine Frau als Chefin. Es ist einfach schön und sowas würde ich mir nie denken. Aus Maria. Nein. Maria, du hast ja auch noch einen Nebenjob. Du bist im Reinhardt-Seminar, bildest junge Schauspieler und Schauspielerinnen aus. In der Lockdown-Zeit jetzt auch wahrscheinlich schwierig, oder? Naja, natürlich. Also die Vorsprechen sind erstmals, haben wir Videos bekommen. Und haben also auch gerade jetzt, letzten Monat 379 Videos angeschaut. Im Juni kommen nochmal 600-700. Ja? Wahnsinn, 1000 Leute bewerben sich für 10 Plätze, von denen dann 9 Leute arbeitslos werden. Ist ja verrückt. Nicht am Max-Reinhardt-Seminar. Wir wollen, das haben wir uns vorbereitet, weil Maria da ist und Lilian zwei Top-Schauspielerinnen. Wir haben hier zwei Kuverts. Ja. Und wir würden euch gerne etwas vorspielen. In einem Kuvert steht drinnen, Sie haben Corona-Test positiv und im anderen steht drin, Corona-Test negativ. Genau. Und jetzt machen wir... Und wir wollen es spielen. Wir wollen quasi die Reaktion spielen, dass du das und Ergebnis bekommst. Ihr müsst es bewerten. Mit einer Bewertung. Ja. Okay. Also wir wissen nicht, welches Kuvert wir aufmachen. Ich gebe dir das. Ja. Ja. Und vielleicht spielen wir noch parallel dazu, dass wir 950 Kakteen am Körper tragen. Okay? Das würde ich gerne sehen. So als Subebene drunter. Ach so, okay. Okay, weißt du, das ist von Anfang an schon etwas angespannt. Ja, okay. Oder vielleicht auch nicht angespannt. Vielleicht können wir auch cool damit umgehen, dass wir Kakteen am Körper haben. Ich fang an, ja? Ja, fang du an. Kommt drauf an, wo am Körper du sie hast. Es ist so, wir leben in einer Wohngemeinschaft. Wir sind mehr oder weniger ein Paar, würde ich sagen. Und ich muss dir jetzt meinen Corona-Test vermitteln. Was rausgeht? Oder wir fliegen nach Neuseeland. Wir fliegen nach Neuseeland, stehen vom Check-in. Zwei Spürhunde. Wir haben 950 Kakteen. Und der Tester reicht uns gerade das Ergebnis. Ja, okay. Versuchen wir es mal. Bitte. Gut. Und bitte, ja. Also ich krieg das, ja. Aber müssen Sie jetzt erraten, was du hast? Nein, wir müssen die schauspielerische Leistung bewerten. Das heißt, da muss ich ja meins auch aufmachen, oder? Nein, zuerst ich. Okay. Ja gut, also... Ja, was? Also negativ. Du hast... Ja. Dann muss ich ja gar nicht öffnen. Wie fandet ihr es? Das war's, oder was? Ja. Kurz und knapp. Es war kurz und es war nicht sehr verbunden miteinander. Also du bist wenig von einer Emotion in die andere rüber. Es war etwas abgehakt. Ja, und Körper und Emotionen waren sehr getrennt auch voneinander. Also schlecht, ich kann mit dem Urteil leben? Naja, man könnte dran arbeiten, würde ich mal sagen. Das war eine der Kakteen-Nummer. Okay. Ja, wo war die Kaktee? Doch, habe ich so. Das war die Kaktee. Ja, so, hattest du sie unter den Achseln. So lang. Ich hätte ja gern mehr Kaktee gesehen. Okay, warte mal. Ja, aber das ist eure Schauspielerkrankheit, dass ihr immer alles so ausspielen müsst. Warte mal, bin ich jetzt dran? Ja, okay.
Jetzt weißt du aber schon, was du... Es ist ja, ja, ich weiß es, aber ich muss ja öffnen auch, oder nicht? Das gehört doch zum... Aber jetzt wäre die Kunst zu spielen, nicht zu wissen, was drin steht. Ja, genau. Das ist hier Frau Happel. Nicht zu dicke. Ja, eben, genau. Hast du schon mal 950 Kapitän am Körper getragen? Was heißt nicht zu dicke? Schmierenschauspiel. Okay, Moment, gut. Das habe ich gesagt und er antwortet. Oh, ist das elend. Mann, das war utriert, hä? Überreaktion, vielleicht eine Überreaktion. Aber wenn du es wirklich kriegst, kann es doch sein, dass du, dass das Blut aus dem... Bleib so, das ist lustig. Was, dass nur der Kopf spricht? Bleib doch so. Ist lustig. Ich fand das, ich habe es gespürt zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr es gespürt habt, aber... Doch. Ob ihr irgendwas gespürt habt. Doch. Was? Abscheu, Ekel? Nein, nein, das war im Ansatz gar nicht so schlecht. Nee. Aber was fehlt? Talent. Es hat mir ein bisschen die Reaktion davor gefehlt. Du bist sehr schnell gefallen. Also für die Kamera, würde ich sagen, konnten wir deine Reaktion nicht so gut mitbekommen. Ja, hat sie recht. Du warst schnell unterm Tisch. Also ich meine, muss immer auf die Kamera achten. Grissemann sagt immer zu mir, dass ich so wenig Talent habe, dass ich nicht mal als Wasserleiche bei Soko Donau arbeiten könnte. Würdet ihr das bestätigen? Du bist gecastet. Kommen Sie mit? Wir drehen noch nicht mehr so viel an der Donau, ist das Problem. Ja. Moment, ich hätte dich gern mal gerne auf den Tisch. Ah ja, okay. Ich möchte jetzt unseren nächsten... Wieso heißt, ist das wirklich so, dass sich Leute Klebstoff nennen? Oder ist das wahr? Ja, vor allem Seeberg. Klebstoff finde ich aber sehr lustig. Ich finde es auch lustig. Aber wir sind in der Schule, es war in der Schule schon so, da fand ich es natürlich weniger lustig. Wie seid ihr genannt worden? Klebov. Chlebov wäre es ursprünglich. Aber Russisch? Es ist ja, und es ist aber typisch berlinerisch Klebo. Also mein Opa kommt aus... Berlin ist runter nach Bayern. Ja, so wie Pankow. Pankow, Treptow. Ja, Treptow, ja. Und du kommst aus der ärmsten Region Deutschlands, aus dem Spessart. Aber in Österreich immer Klebow. Ja. Klebow. Wo die Leute heute noch verhungern teilweise. Richtig. Auf der Straße tot liegen, verhungert. Dass du es geschafft hast an die Burg. Das ist irre. Das ist irre. Und jetzt habe ich sogar eine Kabane. Die hast du schlimm, oder? An der Donau. Auch der, ich habe ein tolles Türschild, auch der Kollege Seeberg, da steht drauf, Deutsche und Kabane. Sehr lustig, so beendet man ein Gespräch, wenn man Profi ist.